Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Pov. Hallo Walter. Martin, das wird richtig langweilig. Wenn ich die Nachrichtensprecher sehe, die sagen auch immer das Gleiche und bleiben dabei, dann tue ich das auch. Also, ich bin kein Nachrichtensprecher und will keiner werden. Nach unserer letzten Folge haben wir nun endlich Zeit gefunden, um über Wissenschaft und vielleicht auch Gesundheit zu sprechen. Wir haben das schon so lange angedroht, aber wir haben es nie geschafft. Ja, das scheint sich bei uns mit unschöner Regelmäßigkeit breit zu machen. Jedes Mal, wenn wir uns endlich mit etwas beschäftigen wollen. Dann kommen wieder andere Ereignisse dazwischen und man kommt wieder nicht dazu. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wieder sagen wir dir Dank, dass wir uns treffen können. Herr, wir bitten dich inständig darum, dieses Gespräch zu segnen, unseren Verstand zu erhellen, um richtig und falsch zu unterscheiden. In Jesu Namen, Amen. Amen. Martin, du hast dir einen seltsamen Titel hingeschrieben, der natürlich Teil eines Bibelverses ist. Nur Lüge haben unsere Väter geerbt. Der Teufel ist ja der Vater der Lügen. Ja. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und so vieles, was wir in unserem Leben erfahren, gründet sich auf Lügen. Leider ist das wahr. Leider ja. Jeremia 16, Vers 19. O Herr, du meine Stärke, meine Burg und meine Zuflucht am Tage der Not. Zu dir werden die Heiden von den Enden der Erde kommen und sagen, nur Betrug haben unsere Väter ererbt, nichtige Dinge, die gar nicht helfen können. Martin, das ist ein erstaunlicher Vers. Am Ende werden also Ungläubige zu den Gläubigen kommen und erklären, wir haben mit den Lügen und Betrug gelebt. Richtig. Das ist erstaunlich, wenn man einmal darüber nachdenkt. Ich liebe ja Wissenschaft und war ein Wissenschaftsfanatiker. Wenn andere Kinder Comics und solche Sachen lasen, saß ich mit wissenschaftlichen Büchern da, die ich mir aus der Bücherei ausgeliehen hatte. Ich brachte meine arme Mutter fast zur Verzweiflung. Mein Zimmer war ein totales Durcheinander, weil ich Fernrohre bauen wollte, um die Sterne anzusehen. Kann ich sagen, es war kein Durcheinander, sondern ein wissenschaftliches Experiment. Ja, es war ein wissenschaftliches Experimentierfeld. Ich hatte Insektenkolonien im Haus. Büchsen voller verschiedener Krabbeltiere und Würmer. Optik und Chemikalien, auch für Sprengsätze. Es war ein Durcheinander. Meine Mutter starb, als ich 12 war. Ich bin mir gar nicht sicher, wie alt ich damals war. Vielleicht 7 oder 8. Ich konnte gerade lesen. Mich hat Wissenschaft schon immer interessiert. Und als ich zur Uni ging und Wissenschaft studierte, nahm ich das völlig gefangen. Die Leute reden ja oft über mich, wenn ich diese Themen anspreche. Ach, der ist ja Zoologe. Ja, das stimmt. Wenn ich über Theologie spreche, ach, der ist ja Zoologe. Was weiß ein Zoologe schon darüber? Ja, ich habe Zoologie studiert, aber genau genommen vergleichende Physiologie, ein Teilbereich der Zoologie. Und vergleichende Physiologie bedeutet, dass man die Physiologie jedes Lebewesens auf dem Planeten studiert. Of every creature on the planet. Mhm. Einschließlich des Menschen. Ja, Menschen eingeschlossen. In viele medizinische Fakultäten passen vergleichende Physiologen perfekt hinein. Denn erstens haben sie Tierphysiologie studiert. Sie haben die Physiologie des Menschen studiert. Und sie kennen sich im Bereich der Tierversuche aus. Denn der allgemeine Trend geht dazu, Menschen nicht als Versuchstiere zu verwenden, außer wenn man in unserer Zeit lebt, in der es jetzt anscheinend zur Norm wird, Menschen als Versuchskaninchen zu nehmen. In der Vergangenheit konnten Menschen freiwillig an bestimmten Experimenten teilnehmen. Dazu mussten sie verschiedene Formulare unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, das zu tun.
Jetzt kann man schon von Tür zu Tür zum Versuchskaninchen werden. Es ist sehr interessant, wie die Welt sich doch verändert hat. Das stimmt. Jedenfalls fanden meine Forschungen an Tieren statt. Wenn man die Physiologie des Menschen studiert, wird in der Wissenschaft gewöhnlich das Tiermodell gebraucht. Man nimmt Ratten oder Kaninchen. Menschen sagen, ja, die sind doch nicht genau gleich. Also nimmt man Meerkatzen und versucht sich, so gut es geht, dem menschlichen Modell anzunähern. Mit dieser Art von Forschung hatte ich mein ganzes Leben zu tun. Und die letzten Jahre meiner akademischen Laufbahn war ich an einer medizinischen Fakultät tätig, als Professor für medizinische Biowissenschaft. Nur für die Menschen, die das Etikett Zoologe abfällig oder abwertend verwenden wollen. Ja, meistens ist es sogar so, dass die Menschen, die das abwertend verwenden, selbst gar nicht wissen, was es bedeutet. Stimmt. Die haben nicht den blassesten Schimmer, was es bedeutet, Zoologe zu sein. Wenn du jemand, der etwas darüber weiß, sagst, dass du Zoologe bist, der würde dich gleich fragen, in welchem Fachbereich? Ja. Sind sie Ökologe oder Umweltexperte oder Anatom oder sind sie Physiologe? Sind sie ein Systematiker? Es kommt ja immer auf das eigene Fachgebiet an. Genau. Wissenschaft ist so facettenreich und es gibt so viele Bezeichnungen dafür. Zudem ist alles hochspezialisiert, dass man manchmal seine ganze Laufbahn einem kleinen, besonderen Aspekt widmet. Und irgendwie muss das wiederum in das große Bild passen. Wenn man ein vergleichender Physiologe werden will, muss man Insekten studieren. Wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, ist man nicht mehr im eigentlichen Bereich, sondern gerät in den Bereich Insektenkunde. Auch dort finden sich viele Teilbereiche. Wissenschaft ist also ein sehr weiter, weit gefasster Begriff. Und ein Wissenschaftler ist ein interessantes Phänomen. Denn wenn es zum Bereich der Wissenschaft kommt, gebrauchen sie den königlichen Plural, wir, das königliche wir. Anders gesagt, wir haben entdeckt. Es heißt nie, ich habe entdeckt. Die Wissenschaft, wir wissen. Wer sind diese wir? Wir ist ja Mehrzahl. Richtig. Wir wissen also, ganz egal, worum es geht. Sagen wir einmal, wir wissen, dass AIDS von einem Virus stammt. Is derived from a virus, the HIV. Dem HIV-Virus. Wir wissen. Wer sind diese wir? Alle Wissenschaftler. Alle Wissenschaftler. Es gibt also irgendwie irgendetwas, das in diese Wir-Schublade hineinpasst. Wir ist so ein großes Wort, dass es sofort alles, was man sagt, hilfreich unterstützt. Sagt man, ich sage, dann ist das eine Einzelperson. Aber wenn man mit diesem großen Wort wir ankommt, wird es schon sehr gewichtig, nicht wahr? Was ist aber, wenn das wir falsch liegt? Ja. Liege dann nur ich falsch oder das ganze wir? Das ganze wir. Okay, das ganze wir. Man kommt also an die Universität und studiert dort evolutionäre Biologie. Das gehört als Teilbereich zur Zoologie. Dr. Fauci bezieht sich immer auf seine Evolutionsbiologen und Verschwörungsgegner, würden sie nicht Zoologen nennen. Nein. Aber eigentlich sollten sie genau das sein, denn Zoologie ist doch die Mutter der Evolutionstheorie. Richtig. Nicht die Botanik. Denn man kann es nicht mit der Botanik beweisen, deshalb muss man die Zoologie dazu hernehmen. Man hat noch eine weitere Sparte, nämlich Evolutionswissenschaftler. Und die sind heute in der Welt im Bereich der Medizin sehr wichtig geworden. Und sie sind Teil des Wir. Wenn man diese Evolutionstheorie studiert und später dieses Buch hier studiert, gibt es doch einen Interessenkonflikt, oder? Ja.
Und zwar einen ernsthaften Interessenkonflikt. Wenn die Wissenschaft versucht, Religion und Wissenschaft zu verheiraten, erklärt sie oft, wir können bei diesem Thema einen Kompromiss eingehen, nämlich theistische Evolution. Aber das geht nicht. Man kann keine theistische Evolution haben, weil man kein System des Todes haben kann, das im Szenario des Überlebens des Angepassten den Anstoß für die nächste Generation gibt, um schließlich mit dem Endprodukt dazustehen, nämlich der Menschheit. Wenn doch die Schrift eindeutig sagt, dass der Tod eine Folge der Sünde ist und nicht ein Mittel dazu, etwas Größeres zu schaffen. Es wäre schlichtweg unmöglich, dass es jemals einen Erlösungsplan gäbe, bei dem Gott Mensch wird, um für die Sünden des Menschen zu sterben. Das würde keinen Sinn ergeben, denn in der Evolution war der Tod von Anfang an da, während die Schrift sagt, dass der Tod hinzugekommen ist, und zwar erst später. Die beiden Philosophien verbinden sich nicht, und wenn man sie vermengen möchte, dann wird man ein sehr verwirrter Wissenschaftler. Und es gibt viele davon, von diesen theistischen Evolutionisten. Bei ihnen lebt die Pflanzenwelt Milliarden Jahre ohne Sonne. Ja, das stimmt. Das ist völlig albern. Leider hat das Einzug in die Religion gehalten. Genau. Und sie haben eine Welt mit einer reduzierten Atmosphäre, ohne Sauerstoff. Aber man braucht Wasser, um die Moleküle des Lebens entwickeln zu können. Wenn man aber keinen Sauerstoff in der Atmosphäre hat, hat man keine Ozonschicht. Wenn man keine Ozonschicht hat, hat man Strahlung. Diese Strahlung erzeugt Sauerstoff, indem sie das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Man kann also keine Atmosphäre ohne Sauerstoff haben, wenn es gleichzeitig Wasser gibt. Die Leute sind doch sehr durcheinander. Wenn dir das bewusst wird, dann kommst du an einen Punkt, an dem die Wissenschaft mit sich selbst in den Haaren liegt. Bedeutet nun das eigene Umdenken in der Weltanschauung der Wissenschaft, dass man die Wissenschaft abgeschafft hat? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber man ist in eine Situation geraten, in der diese Ansichten aufeinanderprallen, was die Weltanschauung der Wissenschaft betrifft, nicht wahr? Stimmt. Das ist etwas, worüber wir sprechen müssen. Denn die Philosophie hinter der Wissenschaft ist nicht notwendigerweise die Wissenschaft selbst. Genau. Und man spricht von der Evolutionstheorie. Oder man spricht von der Molekulartheorie. Man spricht über dieses oder jene Theorie. Theorie, zelluläre Theorie, wie denn die Zelle aussieht. Relativitätstheorie. Und alle paar Jahre verändert sie sich, weil das Wissen zunimmt. Und die Theorie muss angepasst werden. Die Theorie ist keine Tatsache. Nein. Wenn man Wissenschaftlern zuhört, vor allem den Evolutionswissenschaftlern, dann ist Evolution eine Tatsache. Doch sie beginnt mit einem Axiom, nämlich, dass Evolution eine Tatsache ist. Ja. Doch was ist, wenn Evolution eine Fabel ist? Dann ist doch die ganze Theorie nicht richtig, oder? Stimmt. Wenn man heutzutage über Viren spricht, spielt die Evolution dabei auch eine Rolle? Ja. Unbedingt. Denn die ganzen Varianten sind ja eine Folge der Evolution. Wenn man das auf der Ebene der Genetik betrachtet, wird man herausfinden, dass das meiste, was wir darüber wissen, sich rein auf Überlegungen gründet und nicht auf Wahrheit. Aber es muss in diesem Paket des Wir-Wissen versteckt werden. Das stimmt. Und es wird der Menschheit als Fakt verkauft. Als Tatsache, ja. Richtig. Hat irgendjemand irgendwann einmal wirklich das Virus von irgendetwas produziert und gesagt, hier ist es? Nein. Gibt es eine derartige Veröffentlichung? Nein. Das meiste basiert auf Computermodellen. Nicht wahr? Und es bewegt sich immer noch im Bereich der Theorien. Richtig. Unabhängig davon, wie plausibel es ist.
Und zukünftiges Wissen könnte die Sachlage verändern. In der Vergangenheit wurden viele ansteckende Krankheiten auf sehr drastische Weise behandelt. Den Menschen wurden sogar ihre Kinder vorenthalten, weil sie ja eine ansteckende Krankheit hatten. Während es in Wirklichkeit eine Krankheit war, die von der Ernährung kam. Ja. Skorbut. Wenn du hier mit blutendem Gaumen ankommen und die Zähne dir ausfallen würden, würde ich denken, dass du eine schreckliche Krankheit haben musst. Wenn ich eine Dame wäre, würde ich dir sicher keinen Kuss geben wollen. Denn ich könnte mich ja mit denen anstecken, was du hast, nicht wahr? Aber es ist einfach ein Vitamin-C-Mangel. Dann gibt es Rachitis und all diese Krankheiten, die ernährungsbedingt sind. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt wurden sie alle als ansteckende Krankheiten aufgeführt. Erkenntnis ist eine erstaunliche Sache. Wissenschaft ist eine erstaunliche Sache. Wir könnten hier noch ewig weiterreden, ohne eine einzige Folie zu betrachten. Aber das wollen wir nicht tun. Es geht letztendlich darum, dass Wissenschaft eine Leidenschaft ist. Aber dass Wissenschaft nicht notwendigerweise auf Wahrheit basieren muss. Man könnte Lüge ererbt haben. Ja. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass jeder Erstklässler, der in die Schule geht, vom allerersten Tag an, an dem er vor seinem Schülerpult sitzt, Lügen erbt. Er wird mit Evolution und Wissenschaft, egal welcher Art, gefüttert. Kosmologie beispielsweise. Wissen wir denn wirklich, ob wir uns vom Urknall herleiten? Nur weil ein paar Jesuiten sagen, dass unsere Herkunft auf einen Urknall zurückgeht? Ist das notwendigerweise wahr? Und das ist ja das Einzige, was sie heutzutage bekommen. Die andere Sichtweise hören sie gar nicht. Richtig. Was ist mit all den anderen wissenschaftlichen Fachrichtungen? Nun, Martin, ich hatte ja mit Ernährungswissenschaft zu tun. Das war mein Fachgebiet. Nur für unsere Kritiker, die wieder sagen, ach, der Zoologe. Ich studierte Ernährungsphysiologie. Und ich war ziemlich erfolgreich bei dem, was ich tat. Aber es lief allem, was die Welt hochhält, zuwider. Du warst... Es war das völlige Gegenteil davon. Und es war fast unmöglich, für meine Forschungen Gelder aufzutreiben. Das stimmt. Ganz unabhängig von meinem akademischen Status. Ich hielt eine Präsentation nach der anderen, bis es schließlich als zulässiges Forschungsgebiet anerkannt wurde. Es glich einem Krieg, einem buchstäblichen Krieg, sogar mit Sabotageversuchen gegen die Forschung, die stattfanden. Ja? Es war unglaublich, aber schließlich wurde es anerkannt. Und mir wurde eine Auszeichnung von der Royal Society London verliehen, die sehr prestigeträchtig ist. Was natürlich auch wieder eine Menge anderer Fallgruben und Feinde mit sich brachte. Denn warum sollte jemand mit einer so seltsamen Forschung überhaupt eine so privilegierte Förderung erhalten? Es bringt noch andere Vorteile mit sich. Man trifft hochrangige Leute. Du triffst beispielsweise Lords und isst doch mit ihnen zum Mittag. Neben den Sonnenseiten gibt es auch die Schattenseiten. Denn wegen der Gelder, die in dein Forschungsprojekt fließen, musst du wie ein Tier arbeiten. Die einzige Belohnung, die man dafür bekommt, ist die wissenschaftliche Anerkennung. Finanzielle Belohnungen gibt es nicht dabei, denn es geht mit viel harter Arbeit einher. Ja. Und wenn man in seiner Wissenschaft kontrovers ist, so wie ich das war, hat man ein Problem. Denn die Welt betrachtet die Ernährung, die menschliche Ernährung, von einem evolutionären Standpunkt aus. Genau. So ist es.
Anders gesagt, entwickeln wir unsere Intelligenz. Ja. Klingt das akademisch? Wir entwickelten unsere Intelligenz, weil wir Beutegreifer wurden. Und weil wir mit unseren Beinen nicht so schnell sind, mussten wir Mittel und Wege finden, um die Tiere um uns herum zu überlisten, damit sie schließlich auf unseren Teller landen und verspeist werden konnten. Ein Fleischfresser neigt dazu, intelligenter als ein Pflanzenfresser zu sein, sagten sie jedenfalls. Das sagen sie. Hast du dich je mit der Intelligenz von Vögeln befasst? Es ist unglaublich, wozu sie fähig sind. Und sie fressen Pflanzen, Samen. Manche von ihnen fressen natürlich auch Insekten und anderes, wie die Raubvögel. Aber es herrscht eben diese Ansicht, dass man intelligenter sein muss, um jemanden zu überlisten. Und so entwickelte sich die menschliche Spezies hin zu welchem Zustand auch immer, dieses superintelligente Wesen. Und auf dieser Grundlage handeln sie die Ernährung ab. Genau. Nimmt man dagegen die Bibel, sagt sie uns genau das Gegenteil. Wer davon hat jetzt recht? Ist es nicht so? Definitiv die Bibel. Die Wissenschaft sagt, du musst deinen Lebensstil auf tierische Produkte ausrichten. So hat man die Ernährung mit den vier Grundbausteinen, die aus Milchprodukten, Fleisch und pflanzlichen Komponenten mit Früchten und Nüssen und so weiter besteht. Und heute wissen wir, dass das völlig unrichtig ist. Nun, es ist immer noch ein Krieg. Ja, es ist immer noch ein Krieg, aber es gab andere Wissenschaftler wie Dr. Campbell mit der China Study und riesigen Studien zum Vegetarismus, die das Thema bestätigen, dass es sogar die Weltgesundheitsorganisation anerkennen muss, ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht. Es war also ein Krieg. Wir werden etwas später noch über diesen Krieg sprechen. Warum war es denn ein Krieg? Weil das Denken der Wissenschaft, des Wir, nicht mit dem Ich übereinstimmte. Ja. Nicht wahr? Und wenn man ein anerkannter Wissenschaftler sein will, ist man besser ein Teil des Wir. So ist es. Ansonsten ist man auf sich gestellt. Dann steht man allein da. Als Ich. Ja. Diese Aussage ist wahr. Ich denke, dass so mancher Ungläubige am Ende kommen und sagen wird, ich denke, dass wir Lüge und Betrug geerbt haben. Ja. Könnt ihr uns bitte aufschlauen, die ihr das Wort Gottes studiert habt? Was kann ich tun, um die Krankheiten zu überleben, mit denen ich mich jeden Tag meines Lebens konfrontiert sehe? Und die Welt der Medizin kann mir nicht mehr helfen. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Bitte helf mir. Definitiv. Ich denke, wir stehen jetzt gerade an diesem Abgrund. Meinst du? Ja. Okay. Denkst du an die Philosophie dahinter? Ich komme nicht von den niedrigeren Lebewesen. Ich koche nicht aus dem schleimigen Schlamm heraus. Denkst du, dass ich im Bilde Gottes geschaffen wurde? Außer Gott wäre Schlamm, nicht wahr? Ja, ich hatte eine königliche Herkunft. Ja, eine königliche Herkunft. Kannst du bitte die Lügen diesbezüglich richtigstellen? Kannst du bitte auch das auf meinem Teller richtigstellen? Sodass ich die Beschwerden und Leiden loswerde, die mir zu schaffen machen. Wird das geschehen, Martin? Ja. Was ist mit den Weltanschauungen, die es da draußen gibt, mit ihren Milliarden Jahren und all diesen Dingen? Wir haben also Lügen geerbt. Martin, erzähl uns doch etwas über einen sehr prominenten Wissenschaftler der Gegenwart, von einem Nobelpreisgewinner. Es gibt da ein paar Dinge, über die wir sprechen wollen. Wir wollen sehen, was dieser Mann dazu zu sagen hatte. Es war interessant. Wir bekommen ja immer irgendwoher Informationen, auch von Zuschauern. Sie schickten mir auch etwas von Cary Mullis. Er war der Erfinder des PCR-Tests. Ja. Ich denke, dass mittlerweile fast jeder auf dem Planeten weiß, was das ist. Denn er wird ja benutzt, um jemanden negativ oder positiv auf das Coronavirus zu testen. Richtig. Er hatte diesen Test erfunden und dafür auch den Nobelpreis erhalten.
Ja. Er ist mittlerweile verstorben. Ja, er ist schon tot. Er starb 2019 an einer Atemwegserkrankung. Yes. Ja. Es gab ein Interview von ihm mit Gary Null, der auch Mediziner ist. Ich habe einige interessante Stellen zusammengeschnitten, die wir besprechen sollten. Wir werden besprechen, was er herausgefunden hat. Er ist ein interessanter Mensch, denn er war auch jemand, der nicht ins Schema gepasst hat. Er passte sich nicht an. Nein. Und so macht ihn das Establishment am Ende nicht. Er hat nicht die beste Presse und sie versuchten, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verreißen. Da kann ich mitfühlen, denn in dem Boot saß ich auch schon. Ich kann ihn in vielen, was er sagt, nur beipflichten. Sehen wir uns zuerst ein paar Dinge an und lass uns anschließend darüber sprechen. Ja, ich möchte jetzt nur das herausstellen, was du vorhin sagtest. Wenn du kein Teil des Wir bist, dann eckst du an und passt nicht ins Schema. Es ist interessant, dass die großen Entdecker der Wahrheit, nicht der Philosophie, ganz selten ins Wir hineinpassten. Das stimmt. Denken Sie, dass wir Wissenschaft zu einer letzten Instanz erhoben haben, was richtig ist? Und als Folge sehen wir auf die Wissenschaft. Wissenschaftler sehen sich selbst als Entscheidungsträger. Das Verhalten ist richtig, das Verhalten ist falsch, das kannst du machen und das kannst du nicht machen. Das ist eine gute Frage und die Antwort lautet, definitiv hat die Wissenschaft gewissermaßen zu diesem Niedergang der protestantischen Kirche geführt. Um ein Beispiel zu nehmen, Protestanten haben sich etwas zu viel mit Geschichte beschäftigt und ließen selbst die Wissenschaftler hinein, damit diese sprechen und das Christentum widerlegen sollten. So wurde es eher zu einer mythologischen Angelegenheit als eine Sache des allein durch Glauben. Es wurde doch keine wirkliche Religion in dem Sinne, wie es der Buddhismus oder so ist. Die Wissenschaft war daran beteiligt. Die Menschen sagten, naja, wir gehen nicht mehr in die Kirche. Das hinterließ ein Loch im psychologischen Denkgefüge vieler Menschen, das, wie ich denke, bis zu einem gewissen Grad mit dem Umweltblödsinn gefüllt wurde. Und Menschen sind da aufgesprungen. Dort sind die Wissenschaftler, so wie Sie es sagten, die letzte Instanz darüber, was gut oder schlecht für den Planeten ist. Und die haben nicht den blassesten Schimmer. Anstatt dass sie weiße Gewänder tragen, haben sie eben weiße Laborkittel an. Und anstatt uns das Wort Gottes zu bringen, kommen sie mit Jahreswerten oder was auch immer an. Sie müssen gar nicht verstehen, zu welchem Handeln sie uns täglich veranlassen. Ich denke, dass die Menschen von Natur aus mitgehen, denn in der Menschheit steckt ein Bedürfnis nach etwas wie Religion. Es ist wie im 17. Jahrhundert. Da beschlossen sie, in der Wissenschaft nicht mehr über Gott zu reden. Es war so kompliziert und löste einen Krieg aus. Nun fängt auch der Katholizismus an, wegen der Wissenschaft verwirrt zu werden. Da kommt man in Schwierigkeiten. Und ich denke, hier haben wir ein ähnlich geartetes Problem. Wir haben ein fast religiöses Phänomen. Ein großer Bereich der Bevölkerung ist sehr überzeugt von ihren Ansichten über etwas und glaubt in eine Art Religion, die mit Wissenschaft verstrickt ist. Das muss entwirrt werden. Man kann es entwirren, indem man sich der analytischen Methode bedient, die wir vorher auch nutzten. Zerpflückt es und sprecht nicht über diese Allgemeinerkrankung, die man AIDS nennt. Nun, Martin, das war doch ein sehr interessanter Gesprächsbeginn. Zwei Mächte treten hier gegeneinander an. Eine ist die Religion, die andere die Wissenschaft. Wenn man ihm zuhört, scheint die Wissenschaft den Kampf gewonnen zu haben. Ja. Sie hat den Protestantismus und die Religion in den Bereich der Mythologie abgeschoben. Und die Leute haben keinen Halt mehr und treiben auf dem Meer. Wir haben eine Aussage im Geist der Weissagung, dass Wissenschaft, wenn sie richtig verstanden wird, mit dem Wort Gottes übereinstimmen wird. Unbedingt. Nun gut. Und das war mein großes Problem, als ich anfing zu begreifen, dass das Wort Gottes auf Wahrheit gegründet ist. Ich fing nicht bei Genesis an. Ich hätte mich noch Tage darüber vor Lachen ausgeschüttet. Aber die Prophetie hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Prophetie.
Ja. Die Prophetie hat mich davon überzeugt, dass hier Gott spricht. Und wenn Gott schon spricht, warum sollte er dann über den Anfang lügen? Das stimmt. Nicht wahr? Du brauchtest also zuerst Vertrauen. Richtig. Ich fing also mit Prophetie an und stand schließlich mit dem ersten Buch Mose da. Erste Mose war für mich eine Riesenkatastrophe. Das kann ich mir vorstellen. Unglaublich, denn es zerstörte meine Glaubwürdigkeit an der Universität umfassend. Bei den meisten. Weißt du, dass ich in meinem Büro heimlich Gespräche mit so einigen Wissenschaftlern hatte? Da saßen so einige Wissenschaftler in meinem Büro, aber heimlich. Damit es niemand anders mitbekommen sollte. Einmal saß da ein Dekan. Ein Dekan der Naturwissenschaft, der zu mir gekommen war und meinte, was du sagst, ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass du recht hast, aber ich werde dich nie öffentlich unterstützen. Und er tat es auch nicht. Er saß in meiner Vorlesung und war einer der außergerichtlichen Juroren. Es war fast wie eine Debatte. Er wurde dann gefragt, was er von dem hielt, was ich gesagt hatte. Und er kritisierte es aufs Schärfste. Weißt du, völliger Unsinn. Aber insgeheim, in meinem Büro, im Geheimen, gab er etwas anderes zu. Das hat mich wirklich umgeworfen, diese tief verwurzelte Religion der Wissenschaft zu sehen. Das sitzt so tief, dass es das Wort Gottes sogar in einem Christen entwurzelt. Ja. Es ist ein sehr trauriger Sachverhalt. Und wie er sagte, wir haben das Gewand des Priesters gegen den weißen Laborkittel eingetauscht. Und sehr oft versteckt sich dieser weiße Kittel hinter einem Wir, über das er nicht Bescheid weiß. Wir haben zwei Wir vor uns. Einmal das Wir der Bibel. Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Hier spricht Gott. Und wir haben die Wissenschaft, die sagt, wir wissen. Wenn man doch überhaupt nichts weiß. Denn je mehr man studiert und je mehr man lernt, desto mehr erkennt man, dass man nichts weiß. Denn die Wissenschaft schöpft es nie aus. Schlägt man eine Seite auf, ist da eine weitere Seite. Wenn man sich bis zu dieser Ebene vorgegraben hat, gibt es eine weitere Ebene. Es ist wie in der mikroskopischen Welt. So muss es ja auch sein, denn wer ist der größte Wissenschaftler? Gott. Ganz egal, wohin man sieht, betrachtet man sich den Mikrokosmos und taucht man immer tiefer ein und noch tiefer und noch tiefer, bis man beim Elektronenmikroskop angekommen ist und sie haben das Virus immer noch nicht gesehen. Nein. Es ist immer noch ein Computermodell, nicht wahr? Also geht man in die andere Richtung und alles wird größer und immer noch größer und viel größer, ohne Ende. Es gibt keine Begrenzung. Nein. Es gibt kein Limit und man wird es nie erreichen. Nein. Denn ganz egal, wie groß dein Teleskop auch sein mag, es wird immer etwas jenseits seiner Reichweite geben. Genau, weil der Schöpfer von alledem noch größer ist. Noch größer. Mullis hat völlig recht. Wir haben eine Religion gegen die andere ausgetauscht. Und diese Religion wird die Welt regieren, vor allem in der Zeit, in der wir leben. Die Wissenschaft sagt das, die Politiker sagen das und die Kirche sagen das. Hört doch auf die Wissenschaft. Genau, diesen Satz hört man andauernd. Wir müssen auf die Wissenschaft hören. Richtig. In der letzten Folge haben wir gezeigt, dass es sogar in den Filmen heißt, dass die Wissenschaft die rettende Erlösung bringen wird. Richtig, ich möchte nochmal wiederholen. Ich bin ja auch ein Wissenschaftler. Unabhängig davon, was Kritiker sagen wollen. Und ich liebe die Wissenschaft. Aber es gibt einen Bereich der Wissenschaft, einen Aspekt, der auf nichts anderem als Lügen gegründet ist. Oder bestenfalls auf Mutmaßungen. Sollen wir weitermachen? Ja.
Staatliche Behörden haben Eltern ihre Kinder weggenommen, wenn die Eltern aufgrund ihrer eigenen erworbenen Informationen sich dafür entscheiden, ihren Kindern bei AIDS oder Krebs, AZT oder andere Chemotherapeutika nicht verabreichen zu lassen. Und das waren Eltern, die mehr als Eltern im Durchschnitt wissen. Und aufgrund ihres Wissens trafen sie diese informierte Entscheidung. Und diese Eltern wurden als ungeeignet betitelt, die Missbrauch betreiben, sodass man diesen Eltern die Kinder wegnahm und sie in die Pflege gab. Wissen Sie was? Anfang 1900, so Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts, glaubte man im Süden, dass Pellagra eine ansteckende Krankheit sei. Es war ein Mangel an Niacin, denn im Süden aß man Mais statt Weizen und in den Häusern der armen Farmer. Man nahm ihnen die Kinder weg, weil man dachte, das wäre eine ansteckende Krankheit, weil es jeder in der Familie bekam. Und im Waisenhaus bekamen die Kinder etwas Niacin, weil sie dort Weizen aßen. Sie bekamen also kein Pellagra. Es schien logisch, bis ein Mann kam. Es brauchte eine staatliche Forschungsstation in South Carolina, bis man schließlich draufkam. Es war ein gewisser Goldberg. Ja, ein Jude mit etwas Grips kam daher und sagte, Moment mal, das ist keine ansteckende Krankheit. Jemand musste die ganzen Idioten rauswerfen, die das alles unter sich hatten. Und das dauerte schon ganz schön lange. Und sie machten genau das Gleiche, nämlich Kinder aus ihren Familien wegzuholen, obwohl man ihnen nur etwas Brot hätte geben müssen. Etwas Brot aus Vollkornweizen. Ärgert es Sie, dass wir bei jeder zu treffenden Entscheidung auf einen Wissenschaftler sehen, der uns sagen soll, was wir zu tun haben? Ob jetzt bei Krebs oder bei fast jedem Thema? Die Wissenschaft ist zu einer Staatsreligion geworden. Mich beunruhigt es, wenn ich sehe, wie Menschen... Meine Mutter ist ein gutes Beispiel dafür. Denn ihre Ärzte haben sie nie etwas gefragt, obwohl ihr Sohn selbst aus dem Gesundheitswesen ist und manchmal nicht mit ihnen übereinstimmt. Und weil ich ihr Sohn bin, habe ich natürlich keinen Grips. Es gibt Menschen, die sterben, und das nur wegen AZT. Nun, das ist in großen Studien bewiesen worden. Wirklich große Studien, wie die Concord-Studie. Die Schlussfolgerung der Concord-Studie war, dieses Zeug ist nicht gut für sie. Wissen Sie, der kleine Totenkopf mit dem kleinen gekreuzten Strichen drunter, der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen auf der Flasche sagt schon, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, dieses Zeug zu nehmen, außer man hat einen guten Grund dafür. Wissen Sie, ich frage mich schon, wie viele der Menschen, die an dem sogenannten AIDS gestorben sind, wahrscheinlich wegen AZT gestorben sind. Denn mit Sicherheit macht dieses Zeug, wenn Sie es 2 bis 3 Jahre nehmen, Ihr Immunsystem kaputt. Das ist so, als ob Sie irgendein anderes Chemotherapeutikum für den Rest Ihres Lebens nehmen würden. Dann wäre es wahrscheinlich dieser Stoff, der Sie umbringt. Denn wenn man bei Krebs Chemotherapie macht, dann verabreicht man das vielleicht für 14 Tage oder ein paar Tage in der Hoffnung, damit nicht den Patienten, sondern den Krebs zu erledigen und der Patient das überlebt. Aber man gibt ihm das nicht, bis er stirbt, weil er das mit Sicherheit tun wird. Und AZT ist genau wie diese Sachen. Es ist etwas tödlicher. Haben wir AIDS fotografiert? Haben wir AIDS in einem Reagenzglas? Denn wenn wir nicht bewiesen haben, dass HIV AIDS auslöst, wie können wir dann zeigen, dass HIV, wie wir es nennen, tatsächlich ein Organismus ist? Niemand hat tatsächlich HIV in Reinkultur. Es gibt nirgends auf dem Planeten eine kleine Flasche mit HIV, die nur HIV enthält. Sie haben Zelllinien, von denen sie glauben, dass es sich darin vermehrt. Aber es gibt viele Leute, die denken, dass es überhaupt nicht da ist. Aber ich würde nicht bezweifeln, dass es da ist. Ich denke, dass alles, was man sich vorstellen kann, irgendwo ist. Ob es da ist oder nicht, ist gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist doch, ob es irgendetwas mit dem Bündel an Krankheiten zu tun hat, die wir bis jetzt AIDS genannt haben. Okay, das war wieder ein kleiner Ausschnitt, Martin. Einige ansteckende Krankheiten waren tatsächlich nur Vitaminmangel. Shortages of a vitamin, right? Yes. We spoke earlier. Wir hatten über Skorbut gesprochen. Er sprach jetzt einen Niacinmangel an, das im Brot fehlte. Und Kinder wurden von zu Hause fortgenommen. Und bald wird es Gesetze geben, dass man keine Teilhabe an der Gesellschaft mehr hat, außer man hat eine bestimmte Injektion bekommen. Nun, das gab es in der Geschichte schon. Das wurde schon so gemacht und es gab deshalb viele Tränen. Und schließlich kamen sie darauf, dass sie falsch gelegen hatten. Martin, woher nimmt man die Gewissheit, dass die gegenwärtige Generation diejenige ist, die richtig liegt? Genau. Oder wird eine zukünftige Generation herausfinden, dass sie womöglich falsch lag? Nun, wenn man die Geschichte heranzieht, ist die Bilanz nicht sehr gut. Nein, die Bilanz ist nicht sehr gut. Aber schau, es gibt viele Erfolge.
Und wenn man sich betrachtet, wie Wissenschaft dargestellt wird, sieht man immer diese weißen Kittel und diese schicken Labore mit ihren Vorrichtungen. Einige davon sind sehr genau, sie arbeiten im Mikroliterbereich und sogar noch kleiner. Und es gibt sehr moderne Geräte. Das sind wunderbare Geräte. Chromatographen oder zur Analyse von Aminosäuren. Ich hatte all diese Geräte. Die kosten ein Vermögen. Millionen. In meinen Laboren waren meine Studenten es gewohnt, damit umzugehen. Ich arbeitete ständig mit dem Elektronenmikroskop. Normalerweise hat eine Universität eines, das in einem Fachbereich untergebracht ist, wie in der Physik, und alle anderen Fachschaften nutzen es ebenfalls. Es gibt also viele Dinge, von denen man sagen kann, okay, so sieht das aus. Aber wenn man zu der Ebene kommt, über die er spricht, wie beispielsweise AIDS, gibt es keine Flasche, auf der steht, hier ist es. Richtig. In dem Sinn existiert es nicht, sondern beruht rein auf Mutmaßungen. Es steckt viel Logik dahinter. Etwas verursacht die Krankheit. Etwas verursacht die Krankheit und die für die Krankheit verordnete Behandlung kann dich mit Sicherheit umbringen, wie er sagte. Wir haben es also nicht in einer Flasche und wir wissen nicht, ob es existiert, außer dass es wahrscheinlich ist, dass es existiert, denn irgendetwas macht dich ja krank. Und in den schon angesprochenen Fällen in der Vergangenheit war es nicht etwas, das Menschen krank gemacht hatte, sondern die Abwesenheit von etwas, was die Krankheit verursachte. So war es doch. Er ist der gleichen Meinung. Und die Behandlung, die verschrieben wird, ist tödlich. Ja. Es hat den Totenkopf mit den gekreuzten Knochen auf dem Etikett. Es ist etwas, das man nicht in seinem Körper haben möchte. Es mag vielleicht die sofortige Auswirkung dessen, was doch immer geschieht, verhindern, aber früher oder später bringt es dich zur Strecke. Ja, weil es die Symptome behandelt und nicht die Ursache. Genau. Was ist, wenn die Ursache etwas anderes ist, die wir nicht wirklich kennen? Wir haben nur eine Theorie. Aber ist sie eine Tatsache? Nein. Darum geht es. Aber jeder, mit dem man darüber spricht, redet darüber, als ob es eine Tatsache wäre. Wir wissen es gar nicht. Hier ist ein Nobelpreisträger, der sagt, wir wissen es nicht. Mögen die Wissenschaftler ihn? Nein. Nein? Sehen wir dasselbe auch heutzutage geschehen? Nun, lass mich so darauf antworten. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit hat das Problem hinter Skorbut entdeckt. Und auch das Problem hinter Pellagra. Nimm, was du willst. Oder das Problem Polio. Wenn man sich das Thema Polio betrachtet und die Forschung zu Polio weltweit, fand ich eines faszinierend, Martin. Dass nämlich die Zunahme von Polio in Afrika mit dem wachsenden Einsatz von DDT eng zusammenfällt. Und als DDT verboten wurde, ging Polio zurück. Der Rückgang wird der Impfung zugeschrieben. Aber wäre es möglich, dass der Rückgang mit etwas anderem zusammenhängt? Es kann schon sein. Wenn man sich verschiedene Krankheiten in der Welt betrachtet und beispielsweise Geimpfte mit ungeimpften Ländern vergleicht, wurde die Impfung zu einer Zeit eingeführt, als das Problem gar nicht mehr da war. Richtig. Denn der Rückgang fand nicht nur vor der Einführung der Impfung in Ländern statt, in denen geimpft wurde, sondern auch in Gebieten, wo nicht geimpft wurde. Warum also diese Veränderung? Warum gab es den Rückgang schon vor den Impfungen? Und man schrieb es der Impfung zu, obwohl in Wirklichkeit eine bessere Ernährung dafür verantwortlich war. Und das in vielen Fällen. Was erhöht denn den Nährwert? Die Entwicklung im Transportwesen. Das stimmt. Martin, der Plan für eine transkontinentale Zugverbindung in den USA wurde im Jahr 1844 angefangen. Ja. Wenn man Obst und Gemüse aus Mexiko im Nordkanada haben wollte, musste man das Pferd einspannen, sich auf den Kutschbock setzen und es sich holen. Ja, und hätte es nie rechtzeitig geschafft. Genau.
Als das Transportwesen aufkam, öffneten sich auch die Märkte. Das bedeutet, dass wie nie zuvor eine Vielfalt an Lebensmitteln verfügbar war. Das bedeutet, dass in gewissen Gegenden Krankheiten massiv zurückgingen. Dann entwickelte jemand einen Impfstoff, der angewandt wurde, als das Problem schon gelöst war. Nun, die Leute mögen diese Information nicht. Und einige der grafischen Darstellungen wurde buchstäblich verändert. Aber Fakt ist, dass die meisten Impfstoffe eingeführt wurden, nachdem das Problem schon beseitigt war. Ja. Sehen wir uns wieder das Gespräch an. Ja. Was ist nun mit der Menschheit los, dass sie hingehen und all diese Details und diese Sachen wissen wollen und Typen wie Fauci zuhören, die sich vorne hinstellen und zu reden anfangen? Also der weiß wirklich nichts über irgendetwas und das sage ich ihm auch ins Gesicht. Gar nichts. Der Mann glaubt, man kann eine Blutprobe nehmen und sie in ein Elektronenmikroskop stecken und wenn ein Virus drin ist, weiß man es dann. Er versteht nicht, was man mit einem Elektronenmikroskop macht. Er weiß nichts von Medizin und sollte nicht in dieser Position sein, die er innehat. Die meisten dieser Typen ganz oben sind einfache Leute aus der Verwaltung und wissen gar nicht, was unten los ist. Wenn Sie von 100.000 Wissenschaftlern sprechen, die dieses Jahr über 6 Milliarden Dollar verdienen, mehr als mit Krebs und Herzerkrankungen zusammen, dann hat man ungefähr 5.000 bis 15.000 Studien, die im nächsten Jahr oder den beiden nächsten Jahren zu diesem Phänomen veröffentlicht werden. Jeder möchte da mitmischen. Wie kommt es, dass es nur eine kleine Handvoll von Wissenschaftlern wie Sie zum Beispiel gibt und Gilbert und Duisberg, die bereit sind, das zu hinterfragen? 100.000? Eine Sache, die mich von Ihnen unterscheidet, ist, dass ich niemandem eine Antwort geben muss, um des Geldes willen. Ich arbeite nicht für eine Organisation wie die, deren Leiter Tony Fauci zufällig ist. Es gibt eine Menge Leute wie Duisberg mit intellektueller Integrität, die wissen, dass er es bekommen wird. Leute, die wissen, dass sie öffentlich Gehör finden würden, wenn sie ihm den Boden entziehen würden. Er preschte vor, sagte es, und er wurde im Grunde dafür zum Märtyrer. Ich denke, dass Geld die Hauptsache, nun das Einzige ist, was bei Skandalen in der Politik, geht einfach der Spur des Geldes nach. Finde heraus, wer dafür bezahlt wird. Sie haben so eine Art persönliche Agenda. Sie machen sich ihre eigenen Regeln und wenn sie handeln, ändern sie diese nach Belieben. Und sie schleusen sie ein, wie Tony Fauci, dem es nichts ausmacht, im Fernsehen vor den Menschen zu stehen, die sein Gehalt zahlen und dann direkt in die Kamera zu lügen. Also Martin, das war eine sehr kontroverse Aussage, die dieser Mann getroffen hat. Und er weilt nicht mehr unter uns. Also können wir ihn auch nicht nach den Gründen fragen, warum er etwas derartiges sagt. Aber im Grunde bezweifelt er die Tatsache, dass jemand, nur weil er eine Position in der US-Gesundheitsbehörde, CDC, oder bei der Weltgesundheitsorganisation oder wo auch immer innehat, dadurch zum Nonplusultra und zur Autorität von allem wird. Ja, und er sprach auch von dem einen, der im Grunde dafür zum Märtyrer wurde. Das erinnert mich an den Dekan, von dem du vorhin erzählt hast. Er war nicht bereit, dafür zum Märtyrer zu werden. Nein, er war nicht dazu bereit. Für die Wahrheit. Einige sind bereit, für die Wahrheit nicht das Genick einzuziehen, sogar wenn man dafür verlacht wird. Und ich erinnere mich noch an jenen ersten Tag, als ich in meinem Büro saß und an Petrus denken musste, der seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. Und ich musste diese Evolutionsdiskussionsrunde machen mit den ganzen Graduierten und der Belegschaft, die alle anwesend waren. Mit mir, diesem ehemalig atheistischen und fanatischen Evolutionisten, würde ich ihn verleugnen und dafür meine Karriere und meinen Status behalten? Oder sollte ich einige bohrende Fragen stellen? Ich hörte diesen Hahnenschrei und fragte mich, soll ich mein ganzes Leben ein Heuchler sein? Nur meiner Karriere zuliebe? Und ich entschied mich dagegen. Der Rest ist Geschichte. Mir wurde ins Gesicht gespuckt, und das für Hunderten von Studenten. Ein Dozent steht auf
kommt zu mir und spuckt mir vor allen ins Gesicht. Ich wurde verflucht und lächerlich gemacht. Ich wurde angeschrien. Das volle Programm. Ich weiß noch, wie sich ein Dozent so in einem Zornausbruch hineinsteigerte. Das war einfach unbeschreiblich. Er hatte einen Stapel Bücher in der Hand, warf sie auf den Boden und fluchte wie ein Bierkutscher. Er rannte aus dem Saal, denn sonst wäre er wohl auf mich losgegangen. Es war Totenstille und die Studenten blickten mich an. Ich sagte ihnen: Wenn ihr einen Stein aufhebt und in eine dunkle Straße hineinwerft und danach ein Hund aufjault, dann bedeutet das, dass ihr ihn getroffen habt. Das war vielleicht ein Tumult. Ich kann verstehen, was der Mann sagt. Man hat diese Person in hohen Positionen, die nun folgen der Spur des Geldes. Und wenn man sich manche von ihnen ansieht, nun, ich sage nicht, dass jeder unbedingt bei allem falsch liegt, weil er auch in dieser Spur des Geldes eingebunden ist und auch in den Patenten und der Forschung und all dem eingebunden ist. Aber ist das, was er sagt, notwendigerweise wahr? Nun, es gab schon einige Dinge, die in kurzer Zeit umgekehrt werden mussten. Okay. Er ist also auch ein Meister in der Umkehrung, oder? Und gibt es Wissenschaftler, die ihm vehement widersprechen? Ja. Aber er hat eine solche Position inne, dass er die Wolke hinter sich hat. Dass wir. Ja, dass wir. Wir haben beschlossen. Und wer ist diese Wir? Warum ist es so, dass die Wir-Artikel in Fachzeitschriften wie dem Lancet schreiben, die später zurückgezogen werden mussten, weil sie im Grunde Lügen waren? Einfach verrückt. War das nicht so? Ist das nicht passiert? Doch, ja. Sollte das einen nicht zum Nachdenken bringen? Sollte man nicht beginnen, sich zu fragen, was in der Welt eigentlich vor sich geht? Ist die Wissenschaft wirklich die neue Religion auf diesem Planeten? Das, was ein Mensch in einer Position mit Autorität sagt, wenn er seine kleine Hand in die Tasche schiebt und sagt, dass er die Jesuiten liebt, lässt ihn das dann recht haben? Vielleicht müssen die Leute ihre Augen etwas aufmachen. Ja, vielleicht sollten sie ihre Augen etwas öffnen. Sehen wir uns noch etwas an. Schauen wir doch, was er noch zu sagen hat. Er ist ein sehr interessanter Mensch. Ja. Als ich Ihnen den PCR-Artikel geschickt hatte, kam ein Nein-Danke zurück. Sie wiesen es zurück. Nature wies das Dokument zu PCR zurück, das ich geschrieben hatte. Aber 30 Wissenschaftler dieser gestrengen Zeitschrift nahmen, ja, Nature nahm meine kosmologische Bedeutung der Zeitumkehr an, die eine Art Wahnvorstellung eines Studenten im zweiten Studienjahr war. Ich meine, eines Studenten im zweiten Studienjahr der Biochemie. Nun, als das passierte, war das mein erster wirklicher Schock über die Wissenschaft. Ich sagte mir, niemand kümmert sich um den Laden. Da oben gibt es keine weisen, alten Männer. Wie passiert das? Wie können die diese Theorie von mir in einer Fachzeitschrift wie Nature erscheinen lassen? Nicht in irgendeinem rückständigen Journal, sondern in Nature, mit den Professoren der Fachrichtungen. Was zur Hölle soll das? Einer unserer Doktoranden stellt seinen Aufsatz einfach so in Nature und das geht nicht einmal um Biochemie. Das lernte ich damals 1968, als ich zum ersten Mal eine Arbeit von mir in Nature veröffentlichte, auf einem Gebiet, über das ich keinerlei Fachkenntnisse hatte. Dass es nämlich keine weisen alten Männer da oben an der Spitze der Wissenschaft gibt. Wenn es die damals gegeben hätte, als ich diese dumme Arbeit in einem Journal wie Nature veröffentlichen wollte, nun, dann wäre das doch nicht veröffentlicht worden, oder? Aber wenn man versucht, eine gute Arbeit zu veröffentlichen, wie ich es später getan habe über PCR, die Erfindung von PCR im gleichen Journal, dann nehmen Sie es nicht an. Da oben ist niemand. Da oben, ach, die ganze Akademie der Wissenschaft ist einfach ein Haufen von Idioten, so wie jeder andere. Die Herausgeber von Fachzeitschriften, sogar von den Strengen, die sind einfach mit ihrem eigenen Leben und eigenen Dingen beschäftigt und an der Spitze gibt es keine alten weißen Männer, die sicherstellen, dass wir nicht etwas wirklich Dummes anstellen. Ein Apfel ist ein Apfel. Wissen Sie, wenn Sie genug Dinge haben, die wie Äpfel aussehen und sie ineinander heften, dann können Sie schon denken, dass es ein Apfel ist. Aber ein HIV ist so ähnlich.
All diese Tests basieren auf Dingen, die unsichtbar sind. Und die Ergebnisse sind, nun, sie werden gewissermaßen geschlussfolgert. Unabhängig davon ist PCR ein Prozess, der dazu genutzt wird, das ganz viel Etwas aus etwas zu machen. Das macht er. Er sagt ihnen aber nicht, ob sie krank sind. Er sagt ihnen nicht, ob das, was sie am Ende haben, ihnen wirklich schadet oder dergleichen. Das macht er nicht. Also sogar wenn Sie an HIV glauben, kann es nicht zwischen Viruspartikeln und aktiven, lebendigen Viren unterscheiden. Es hängen also viele Fragen damit zusammen. Nun, Martin, das gibt dir etwas mehr Einblick. Die ganz renommierten und prestigeträchtigen Journale sind Science in den USA. Vielleicht auch Scientific America. Das ist etwas populärer, aber nicht ganz auf dieser Ebene. In Großbritannien wäre das das Journal Nature. Und es ist der Traum eines jeden Wissenschaftlers, einen Artikel in Nature veröffentlichen zu können. Und hier ist dieser Mann. Er konnte seine Arbeit nicht in Nature veröffentlichen. Aber er schrieb als Student etwas Kleines, Dummes über Kosmologie, was nach seiner Aussage absoluter Blödsinn war, und das wurde veröffentlicht. Er fragt nach den Kritikern. Es ist nichts Besonderes. Das hängt von der jeweiligen Situation und dem Status ab, von dem, was gesagt wird. Was gerade als Norm besprochen wird. Ja. Nun, als wir damals unsere Forschungen an meiner Universität machten, erhielt einer meiner Studenten ein ganz heller Kopf, ein Postgraduiertenstipendium an der Harvard University. Das bekommt man nicht so einfach. Und er war auch an der sehr umstrittenen Forschung beteiligt, die wir zu Milchprodukten machten. Man erhält als Ausländer, gerade aus Südafrika, nicht einfach so ein Postgraduiertenstipendium in Harvard. Aber er bekam es. Er war einer meiner Studenten und an diesem Forschungsprojekt beteiligt. Und er promovierte damit. Einige der Ergebnisse waren so verblüffend, dass ich ihm sagte, das werden wir in Nature veröffentlichen. Machen wir es einfach. Schreiben wir darüber und schicken wir es an Nature. Und sie haben es nicht angenommen. Nein? Nein. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht, wenn sie auch die Arbeit eines Nobelpreisgewinners abgelehnt haben. Aber es wurde dann in der Fachzeitschrift für Primatenkunde veröffentlicht. Es wurde also veröffentlicht, aber eben nicht in Nature. Aber ich kann genau verstehen, woher das kommt und wie er denkt. Wenn man nicht eine bestimmte Denkrichtung hat, wie soll man dann zum Beispiel einen Artikel in der Fachzeitschrift für Paläontologie veröffentlicht bekommen? Mir ist da etwas ganz Interessantes passiert. Ich hielt Vorlesungen an einer unserer Spitzenuniversitäten. Ich arbeitete ja ein Jahr lang dort auch als Dozent, bevor ich an die Universität ging, an der ich als Professor arbeitete. Das war die University of Western Cape. Und ich hielt eine Vorlesung gegen die Evolutionstheorie. Tatsächlich bin ich während einer dieser Vorlesungen angespuckt worden. Ich habe das erlebt. Ich kenne das wirklich. Und ich sprach über versteinerte Wälder. Ich erklärte, dass diese Wälder überhaupt nicht zum Evolutionsmodell passen. Denn die Evolution sagt, dass sie in situ, also an diesem Platz, wuchsen. Das ist definitiv ein Beweis für die Evolution. Denn diese Bäume wurden ihrer Position, wie sie gewachsen waren, versteinert. Und diese Publikation bewies, dass es nicht so war, sondern dass sie hineingespült wurden. Sie sind Beweise für eine Flutkatastrophe. Und natürlich rasteten die Theologen aus. Einer schlug auf den Tisch vor ihm, brüllte herum und schrie mich an. Schließlich rief er, dieser Mist wird niemals irgendwo in einem renommierten Journal veröffentlicht werden. Da saßen viele Studenten da, die sich das anhörten. Interessanterweise stand während dieser Vorlesung ein Geologe einer anderen Universität auf und
blickte diese Leute an. Er meinte, wisst ihr was? Dieser Beweis ist überwältigend. Wenn wir wirklich Wissenschaftler sein wollen, müssen wir das in Betracht ziehen und unsere Position überdenken. Meinst du, dass sie sagten, aber sicher? Nein, definitiv nicht. Als ob eine Atombombe explodiert wäre. Fast hätten sie sich einen Faustkampf geliefert. Und die Studenten, schaut nur so. Am Ende stand ich vorne und sah mir die Auseinandersetzung an. Das ist doch Wissenschaft, oder? Ja. Dann schrie er mich an, dieses Zeug wird nie in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Ich fragte ihn darauf, mit Verlaub, welches Journal ist denn nach Ihrer Meinung renommiert, wenn es um diese geologische Besonderheit geht, um diesen paläontologischen Sachverhalt? Er sagte, das Journal of Paleontology, das ist eine echte Fachzeitschrift. Ich sah ihn an und sagte, da steht es schon drin. Dann blickte er mich an und brüllte, Sie Lügner! Ich sagte ihm, bis morgen früh haben Sie es auf Ihrem Schreibtisch. Also ging ich nach Hause, suchte die Veröffentlichung heraus, machte eine Kopie davon und suchte sein Büro auf. Er war nicht da, also legte ich sie hin. An diesem Abend hatte ich eine weitere Vorlesung. Diese Vorlesung war nach dem üblichen Vorlesungsbetrieb gelegt, weil es ja nicht in den Lehrplan der Universität passte. Ja. Als er hereinkam und mich ansah, fragte ich ihn, haben Sie es auf Ihrem Schreibtisch gefunden? Er antwortete, aber darin wird nichts von einer globalen Flut gesagt. Ich meinte, Sie haben völlig recht. Es steht nichts von einer globalen Flut darin, denn wenn man etwas darüber schreiben würde, würde das nie in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden. Sondern es ist in wissenschaftlicher Sprache geschrieben und gibt die Fakten und Schlussfolgerungen wieder, ohne irgendein biblisches Kriterium hinzuzufügen. Er sagte, das gilt nicht, das ist Lüge. Sie haben etwas über Ihre Philosophie gesagt. Aha, meinte ich. Wenn man seine Philosophie erwähnt, dann wird das Journal es nicht annehmen. Richtig. Wenn man aber nur die Fakten angibt, können die oben mit den weißen Kitteln vielleicht verwirrt sein und es annehmen, ja? Genau. Mullis hat völlig recht. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Ihn für das auszugrenzen, was er sagt, heißt die Wahrheit verleugnen. Richtig. Würde es dir etwas ausmachen, nun als du erwähntest, dass du den Hahnenschrei hörtest und dich für diesen Weg entschieden hast, erinnere ich mich recht, dass du damals 10 Fragen aufgeschrieben hast. Richtig. Würdest du uns vielleicht 2 oder 3 dieser Fragen sagen, die du damals für die Studenten aufgeschrieben hast? Das ist eine ziemlich umfangreiche Aufgabe. Ja, ich könnte 1 oder 2 davon ansprechen. Wir sprechen ja über Evolution, über die Evolutionstheorie und wie sie funktioniert. Damals hielt ich für die Medizinstudenten Vorlesungen und ich unterrichtete sie in Genetik. Du hast also tatsächlich Medizinstudenten ausgebildet? Ja, unter anderem. Ich war in der Fachschaft Zoologie als vergleichender Physiologe, das war mein Fachgebiet, und darin forschte ich. Ich arbeitete mit Tieren und über das endokrine System, das Hormonsystem. Ah ja, okay. Ich verglich das Vivapare-Hormonsystem, also bei Lebendgebärenden. Das gibt es bei Fischen. Ich untersuchte, wie es da funktioniert. Bei Reptilien, wie es bei ihnen funktioniert. Und bei Säugetieren, wie es bei ihnen funktioniert. Also ich verwendete keine Menschen als Versuchskaninchen. Aber ich untersuchte das jeweilige endokrine System. Macht nichts. Jetzt bin ich etwas abgeschweift, aber das nur der Vollständigkeit halber für unsere Kritiker, die so gern sagen, ach, der Zoologe. Ich könnte sagen, dass ich ein Endokrinologe war. Meine Doktorarbeit ging großteils über Endokrinologie und die Arbeit mit dem Elektronenmikroskop sowie Autoradiographie, das gehörte zur Biochemie.
Also das wird jetzt schon sehr verwirrt. Und der Laie denkt sich, der weiß, wie viele Schuppen auf dem Rücken einer Eidechse sind. Aber darum geht es nicht wirklich. Meine Forschung bezog sich auf all diese Tiere und ich untersuchte die Hormonkaskaden. Was die Schwangerschaft aufrechterhält, ist das Hormon Progesteron. Progesteron wird vom Corpus luteum gebildet. Das entsteht aus dem geplatzten Eibläschen im Eierstock. Zuvor steigt der Östrogenspiegel an und nach dem Eisprung bildet sich dieser Gelbkörper, das Corpus luteum, das eine andere Hormonkaskade mit Hormonen bildet. Das bekannteste davon ist das Gelbkörperhormon, Progesteron. Okay, ich wollte wissen, wenn das System der Säugetiere die Schwangerschaft durch den Einsatz von Progesteron erhält, was geschieht dann bei Fischen? Viele Fische legen ja Eier, aber andere Fische sind lebendgebärend. Einige Fische sind ovovivipar, andere vivipar. Ja. Ovovivipar bedeutet im Grunde, dass sie Eier haben, die aber im Körper verbleiben. Vivipar bedeutet, dass sie im Körper ernährt werden müssen. Nicht nur durch das Ei, sondern mit einer Art Verbindung, wie eine Plazenta oder etwas Ähnlichem. Damit beschäftigte ich mich. Das ist ganz schön knifflig. Arbeitet man mit einem Säugetier, hängt es davon ab, welche Art es ist und wie viel Blut man abnehmen kann, ohne das Tier dadurch umzubringen. Ja. Wenn man mit einer Maus oder einer Ratte arbeitet, erhält man einen Milliliter Blut. Dabei entnimmt man schon ganz schön viel Blut, wenn man das im Verhältnis zur Größe des Tieres ansieht. Bei Eidechsen arbeitet man mit Mikrolitern. Nicht wahr? Ja. Beim Menschen könnte man einen halben Liter Blut entnehmen. Wenn man sich mit Hormonen beschäftigt, ist das ja ein Molekül, das in sehr geringer Menge auftritt. Ich musste die Technik darauf abstimmen. Als wir damals damit arbeiteten, waren viele dieser Techniken neu. Wir arbeiteten mit Radiometrie, also radioaktivem Material, um herauszufinden, wie viel von einem bestimmten Hormon vorhanden ist. Also musste ich die Mechanismen und Instrumentarien verändern, um es an diese Mikromengen Blut anzupassen, damit ich herausfinden konnte, ob etwas derartiges darin ist. Und es zeigte sich, dass die Hormonkaskade im Fisch dem einer Maus sehr ähnlich ist. Das ist doch sehr interessant, oder? Ja. Es gibt kleine Unterschiede, Nuancen, wenn man weiß, wie es beim Fisch funktioniert und wie es bei Reptilien funktioniert. Ich hatte mit Chamäleons gearbeitet, mit dem Hormonsystem des Chamäleons. Darüber habe ich meinen Master gemacht. Dann bin ich zur Autoradiographie und dem Elektronenmikroskop übergegangen, um lebendgebärende Fische zu untersuchen. Später forschte ich dann an Ratten und Hamstern, Kaninchen, Meerkatzen und was man sich vorstellen kann. An Nutztieren, Schweinen, Schafen, an allem Möglichen. Das gibt einem ein ziemlich breites Spektrum. Jetzt bin ich völlig abgeschweift. Wie war nochmal die Frage? Genau, du wolltest die Frage wissen, die ich damals hingeschrieben hatte. Ja. Ich unterrichtete, wie gesagt, Genetik. Da sind wir dann abgebogen, nicht wahr? Ich unterrichtete Genetik für Medizinstudenten. Ich saß da und dachte über die Evolutionstheorie im Allgemeinen nach und über Genetik. In der Genetik wissen wir, dass das genetische System, das Genom, die späteren Merkmale bestimmt. Das ist die Blaupause, die Vorlage. Und das genetische System ist extrem kompliziert, weil man strukturelle Gene hat, die die Struktur bestimmter Proteine bestimmen und gewisse Reaktionen im Körper in Bewegung setzen. Einige Proteine sind Teil der Körperstruktur, wie Proteine in den Muskeln und so weiter. Und diese Komplexität im genetischen System ist absolut verblüffend.
wie das funktioniert und die Zuverlässigkeit des Ablaufs. Wenn man sich nur den Prozess der Vervielfältigung betrachtet, die Mitose, wenn der Zellkern sich verdoppelt, damit sich eine Zelle teilen kann, dann muss es einen ganz präzisen Ablauf geben. Es muss eine Vorlage geben. Es ist, als ob man dieses Buch nehmen und sagen würde, okay, die Wörter in diesem Buch sind in einer bestimmten Reihenfolge geschrieben. Und nur wenn sie in dieser Reihenfolge stehen, ergibt es einen Sinn. Wenn das die Blaupause deiner Zelle ist, machst du eine Kopie davon. Dann musst du diese Blaupause kopieren. Aber wenn man sich diesen Buchstaben hernimmt, ich öffne es jetzt ganz beliebig. Hier steht, und der König David sprach, ruft mir den Priester Sadok und den Propheten Nathan. Wenn das ein Code wäre, ein DNA-Code, der in Triples angeordnet ist, die jeweils eine Aminosäure bestimmen, lese ich, und der König David sprach, ruft mir den Priester Sadok. Als Triple Codec müsste ich es so lesen. Und der König Sabrak ruft irt Enpriest Sadok und den Propheten Nathan. Siehst du, wie ich immer drei Buchstaben zusammenlese? Ja. Was ist, wenn ich einen Buchstaben auslasse? Dann wäre es statt, und der König David sprach, ruft mir, es würde unverständlich. Ja. Es muss exakt sein. Es muss also eine genaue Kopie davon angefertigt werden. Wenn mir nur ein Buchstabe fehlt, ist das verheerend. Und die Mechanismen, die dafür sorgen, dass es so präzise abläuft, sind selbst so kompliziert. Es gibt ein Enzym, das durch das genetische System läuft und liest, was ich gerade gelesen habe. Den Gencode, meine ich. Und dann muss eine genaue Kopie davon gemacht werden. Kannst du mir folgen? Ja. Das geschieht in deiner DNA, wenn sie vervielfältigt wird. Und dieses Enzym, Replikase, saust da entlang. Denn man hat tausend von Genen. Nehmen wir ein Escherichia coli Bakterium in deinem Darm. Das verdoppelt sich in 20 Minuten. Das bedeutet, dass es sein Buch innerhalb von 20 Minuten gelesen und wiedergeschrieben und kopiert haben muss. Und das fehlerfrei, sonst wäre die nächste Generation nicht mehr E. coli, sondern etwas anderes. Ja. Das ist kompliziert. Während also das eine Enzym entlangläuft, folgen ihm mindestens fünf nach, die englisch Editasen heißen. Es überprüfen, ob richtig überarbeitet wurde. Und wenn es einen Fehler gab, verfolgen Sie den zurück und schreiben es nochmal neu. Der Fehler wird also korrigiert. Wenn man anfängt, sich mit den Details zu befassen, wie es genau abläuft, und jetzt reden wir nur von den Strukturgenen, denn es gibt noch die Kontrollgene, die den Großteil deines Genoms ausmachen. Deshalb ist es so lächerlich zu sagen, oh, der Schimpanse hat 98% Übereinstimmung zwischen seiner DNA und unserer DNA. Das ist die lächerlichste Aussage unter dem Himmel. Denn wie die Gene kontrolliert werden, ist in Wirklichkeit noch wichtiger als das, was sie besagen. Um es einfach zu erklären, die Tasten eines Klaviers sind die Gene. Ja. Okay, das ist eine Sache. Und ich kann bing, 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 bling, 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 bling auf dem Klavier machen. Aber das ist keine Musik. Das ist Geklimpere. Ja. Oder nicht? Doch. Wie macht man daraus Musik? Nun, man braucht verschiedene Kombinationen. Und man darf es nicht seelenlos spielen.
Man braucht Intelligenz dazu. Es ist so erstaunlich, was dann herauskommt. Und man sitzt vor dem gleichen Tasten. Und kann daraus ergreifend wunderschöne Musik machen. Das sind die Kontrollgene. Ja. Sie entscheiden, welche Musik es sein wird, nicht wahr? Mit den gleichen Tasten kann man Tschaikowski haben oder Rock'n'Roll. Je nachdem, was man darauf spielen möchte. Genau. Dieses genetische System ist so kompliziert, dass die Weißkittel nicht die leiseste Ahnung haben, womit sie herumspielen, worüber sie sprechen. Ich werde jetzt etwas sarkastisch. Aber Martin, wenn du durch Betrachten herausgefunden hast, dass die Tasten in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind, hast du zu diesem Zeitpunkt den blassesten Schimmer von Musik? Nein. Nein. Und genau da sind wir. Genau. Und das heißt, wir haben herausgefunden, wie die DNA-Sequenz angeordnet ist. Das ist, wie wenn jemand sagt, ich weiß, in welcher Reihenfolge die Tasten auf dem Klavier angeordnet sind. Ja. Und doch hast du nicht den blassesten Schimmer, wie man darauf spielt. Richtig. Richtig? Das ist Wissenschaft. Jetzt sprechen wir über Wissenschaft. Ich rede ja fast schon wie der da. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch abgeschrieben und den Hunden vorgeworfen. Nachdem das so kompliziert ist, drängt sich doch als nächstes die Frage auf, wie entstand das? Nicht wahr? Richtig. Dieses komplexe System, das präzise wie ein Uhrwerk arbeiten muss, das so viele komplizierte Mechanismen hat, die eine perfekte Vervielfältigung sicherstellen. Und das Paradigma der Evolution besagt, dass natürliche Auslese auf der Ebene des Genotypus nicht funktioniert. Sie funktioniert nur auf der Ebene des Phänotypus. Du kannst mir folgen, ja? Der Phänotypus ist das, wie du aussiehst, nicht wahr? Wenn ich dich beschreiben müsste. Na, das mache ich lieber nicht, sonst wäre ich ungezogen. Aber sagen wir einfach, du bist kleiner als ich. Richtig? Ja. Was nicht notwendigerweise bedeutet, dass ich schneller renne. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich hoch, dass ich mit längeren Beinen schneller laufen kann, oder? Ja. Okay. Natürliche Auslese funktioniert bei dem, was da ist. Die natürliche Auslese weiß nicht, was in diesem Buch steht. Nein. Man weiß nur, was in dem Buch geschrieben steht, wenn man es sieht. Da bist du. Also nennen wir das deinen Phänotypus. Natürliche Auslese arbeitet auf der Ebene des Phänotypus, aber es funktioniert nicht auf der Ebene der tatsächlichen Information. Also, wie entstand diese Information? Durch Zufall? Nein. Durch Zufall? Du meinst also, Martin, dass dieses Buch mit all seiner Information eines Tages vom Himmel fiel und dass es vollständig war und einen Sinn ergab. Es konnte nicht durch den evolutionären Prozess angepasst werden, weil natürliche Auslese nicht auf der Ebene des Genotypus funktioniert, sondern nur auf der Ebene des Phänotypus. Lass es mich noch anders erklären. Wenn ich wissen will, welches von zwei verschiedenen Flugzeugmodellen am besten fliegt, was muss ich dazu machen? Na, sie vergleichen. Mit ihnen fliegen. Ja, mit ihnen fliegen. Um zu sehen, welches funktioniert, oder? Normalerweise nimmt man dazu einen sogenannten Testpiloten, der eine riesige Stange Geld dafür bekommt, denn er weiß ja nicht, ob er noch lebend aus dieser Kiste herauskommt. Okay, um herauszufinden, welches Flugzeug besser fliegt, muss ich sie ausprobieren. Beantwortet das die Frage, woher die Flugzeuge kamen? Nein. Woher kamen die Flugzeuge denn? Aus dem Werk. Ja, aus dem Werk. Wer baute das Flugzeug? Irgendein Kerl, oder? Irgendjemand. Aber die Frage, wer es baute, sagt noch immer nichts darüber, wer es erfunden hat. Der Erfinder. Dafür braucht man einen Erfinder, einen Ingenieur, oder? Das ist ein ganz schöner Prozess.
Als nun dieser Ingenieur sich hinsetzte und es entwarf, machte er da Zeichnungen? Berechnete er die Aerodynamik? Brauchte er dazu die entsprechende Mathematik? Zog er Auftrieb und Schub und all das in Betracht? Diese ganzen Informationen? Ja. Okay, dann schrieb er es in das Buch. Dann sagte er, hier sind die Anweisungen, wie das Flugzeug gebaut werden muss. Wenn ich dir jetzt das Buch gebe, mit den Anweisungen und Abläufen, wie das Flugzeug gebaut werden muss, dann hast du jetzt zwar das Buch, aber kannst du gleich losfliegen? Nein, ich muss mich da erst einlesen und dann fliegen. Kannst du mit dem Buch fliegen? Nein. Nein, was musst du mit dem Buch machen? Das Flugzeug bauen. Das Buch benutzen, um das Flugzeug zu bauen. Okay, was brauchst du also? Die Informationen. Du brauchst einen Übersetzer, der es dir übersetzt. Und du brauchst die Vorrichtungen, den Mechanismus, um das Flugzeug zu bauen. Das stimmt. Das Buch musste in der Evolution durch Zufall entstehen. Denn in der Evolution gibt es keinen Erfinder. Es entsteht durch Zufall. Mit der Blaupause und allem. Samt dem Mechanismus, um die Blaupause in das Produkt zu verwandeln. Und bis das Produkt fertig ist, kann die natürliche Auslese nicht greifen. Also, angesichts der Komplexität des Sachverhalts, was ist die Wahrscheinlichkeit, Martin, dass dieses Buch ohne Schöpfer eines Tages samt der Blaupause vom Himmel fiel? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Null. Okay. It's zero. Null. Okay, sogar wenn es zum Himmel fiel und jetzt schon sinnlos herumliegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Mechanismus, der lesen kann, was darin steht und gleichzeitig die enthaltene Information in das Endprodukt umsetzen kann? Das bedeutet, man braucht das Ausgangsmaterial dafür. Man braucht also auch die Sequenzen, um die Ausgangsmaterialien herzustellen. Zudem muss man das Ausgangsmaterial passend geformt werden, entsprechend dem, wie es einmal aussehen soll. Damit es Augen, eine Nase und Zähne und alles, was du hast, hat, was unglaublich kompliziert ist, sogar wenn du eine einfache Zelle nimmst. Woher kam das alles? Genauso durch Zufall. Durch Zufall? Also, ich fragte meine Studenten und die anderen Zuhörer, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles geschieht? Wie viel Glauben braucht ihr dafür? Wie viel Glauben braucht ihr, um das zu glauben? Und dann brach das Chaos los. Das kann ich mir vorstellen. Das war eine der Fragen. Und das war nur eine der Fragen. Dann brach das Chaos los. Und eine der Studentinnen stand auf, eine junge Dame, die nicht nur den allgemeinen Bachelorabschluss in Naturwissenschaft machte, sondern einen umfangreicheren. Sie sah sich im Saal um und sagte, als ich an diese Universität kam, war ich eine gläubige Christin. Aber nachdem ich meinen allgemeinen Bachelorabschluss der Naturwissenschaften hinter mir habe und weiter studiere, um den Bachelor Honoris zu erwerben, bin ich zur Atheistin geworden. Und jetzt wird mir gesagt, dass ihr mich angelogen habt? Meinst du, dass das gut angekommen ist? Oh nein. Nein, das kam auch nicht gut an. Genauso wenig hat es meiner Karriere gut getan. Das glaube ich dir. Aber so ist es, so läuft es. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur im Wissenschaftsbereich der Evolution so ist. Nachdem ich nach diesem Debakel die Universität verließ, weißt du, worin dieses Debakel eigentlich bestand? Es war der Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum. Ja. Das war das Debakel. Und als ich die Universität wegen dieses Debakels zwischen Wahrheit und Lüge verließ, ließ mich Gott in seiner Gnade, wie ich glaube, wieder an die Universität zurückkehren. Und ich wurde Professor und Leiter des Fachbereichs Zoologie. Als vergleichender Physiologe innerhalb des Fachbereichs. Und ich wurde zum Leiter des Fachbereichs, was wirklich ein Wunder ist, weil ich doch Kreationist bin. Und schließlich erhielt ich diese Anerkennung und Förderung durch die Königliche Gesellschaft, the Royal Society for Reconstruction and Development, mit einem massiven Forschungsprogramm, aus dem Postgraduate Harvard-Studenten hervorgingen, wie ich schon erzählt hatte. Ja, Gott hatte einen Plan.
Ja, Gott hatte einen Plan. Richtig. Und als ich dann die Forschung über Ernährung begann, meinst du, dass das in ruhigen Fahrwassern geschah? Oder glaubst du, dass die gleiche Opposition, die mir schon auf dem Gebiet der Evolution begegnete, mir wieder auf dem Gebiet der Ernährung entgegenkam? Allerdings, definitiv. Martin, da stellt sich mir die Frage, wird der Welt ein Bündel Lügen aufgetischt, wenn es um die Ernährung geht? Wenn ihr schon über die Schiene der Evolution ein Haufen Lügen aufgetischt wird, bin ich sicher, dass sie auch bei der Ernährung Evolutionstheorie hineinfließen lassen. Okay. Weißt du, unser glänzender Wissenschaftler wies doch im Grunde auf die Tatsache hin, dass man der Spur des Geldes folgen kann. Nicht wahr? Ja. Und der PCR-Test. Right? Mhm. Es ist ein Polymerase-Test, der vermehrt, was immer da auch ist. Es nimmt etwas Kleines und macht es groß. Und viele dieser Tests können nicht für das benutzt werden, wozu sie aber eigentlich eingesetzt werden. Deswegen kommt dann falsch positiv heraus oder falsch negativ. Er sagt an anderer Stelle sogar, man kann auf AIDS testen und es kann dir heute einen positiven Test geben und morgen kann ein erneuter Test ein negatives Ergebnis bringen. Denn sie benutzen diese entwickelten Tests auf eine Weise für Krankheiten, auf die sie nicht verwendet werden sollten. Aber für jeden Test gibt es eine Spur des Geldes. Und für jeden positiven Test gibt es eine große Spur des Geldes. Denn tausende Dollar werden von den Regierungen in diese Organisationen geschaufelt, die mit diesen positiven Tests weiterlaufen. Wenn man also Tests zur Pflicht machen und 7 Milliarden Menschen dazu zwingen kann, einen Test zu machen, und man das in Dollar umrechnet, dann gibt es Leute, die die Patente innehaben, die bekommen ihr Schärflein. Und auch die Leute, die die Tests vorschreiben, bekommen ihren Teil. Die Leute, die die Tests herstellen, bekommen ihren Anteil. Dann gibt es Leute, die das überwachen, wie das CDC und andere, die bekommen einen Anteil. Und die Wissenschaftler, die daran beteiligt sind, bekommen hohe Gehälter als Folge dieses Anteils. Kannst du sehen, dass das eine ganz nützliche Sache sein könnte? Richtig. Und je mehr Positive man hat, umso besser für den Geldstrom. Das kann ich definitiv sehen. Sagte er nicht, dass gewisse Arzneien dich mit Sicherheit umbringen können? Nun gut, ich bin ein Wissenschaftler, Martin. Ich kann verstehen, dass ein Arzneimittel, das dich umbringen kann, nützlich sein kann, wenn es vorher die Krankheit umbringt, bevor sie dich zur Strecke bringt. Er sagt ja auch etwas Ähnliches, wie beispielsweise Chemotherapie. Sie ist definitiv schlecht für dich. Wenn man es längere Zeit nimmt, wird es einen sicherlich umbringen. Doch man hofft, wie er sagte, dass es die Bösen in dir umbringt, bevor es den Guten umbringt. Dass also die Krebszellen vor dir sterben und dann überwindest du es. Wir wissen jetzt, dass eine große Anzahl von Krebsarten auf schlechte Lebensgewohnheiten zurückzuführen ist. Die Statistiken sagen uns das. Die Korrektur des Lebensstils wäre die bessere Alternative als die andere. Auf der anderen Seite gibt es auch genetische Einflüsse und ein Kind kann es bekommen. Und das Leben ist nicht fair. Manche Leute haben eine schwache körperliche Verfassung, andere haben eine stärkere Konstitution. Einige haben mehr genetische Voraussetzungen als andere. Es gibt sehr viele Faktoren. Ich bin nicht gegen ein Arzneimittel, das eine Krankheit erledigt, auch wenn es schlecht für dich ist, wenn die natürliche Alternative länger brauchen würde und die Krankheit dich inzwischen umgebracht hätte. Oder anders gesagt, wenn die Krankheit dich in 7 Tagen umbringen würde und die natürliche Behandlung dir in 10 Tagen helfen würde, dann wäre es zu spät. Aber wenn ein Produkt die Krankheit in 2 Tagen erledigt, auch wenn es für dich schlecht ist, kann es dein Leben retten. Ich bin nicht gegen die Wissenschaft, aber sehr viele Medikamente machen etwas mit dir, was einen gegenteiligen Effekt hat. Es mag dein Leben für eine Weile retten, aber es wird anderweitig wieder auftauchen.
Hier haben wir eine Aussage, die ich gerne vorlesen möchte. Sie kommt vom Geist der Weissagung aus How to Live. Medikamente heilen nie Krankheiten. Sie verändern nur deren Form und Sitz. Wenn Medikamente ins System eingebracht werden, scheinen sie eine Zeit lang einen positiven Effekt zu haben. Es mag eine Veränderung geben, aber die Krankheit ist nicht geheilt. Sie wird in anderer Form wieder auftreten. Die Krankheit, die durch das verabreichte Medikament geheilt werden sollte, mag verschwinden, aber nur, um in einer neuen Form wieder aufzutauchen, wie etwa Hautkrankheiten, Geschwüre, schmerzhaft befallende Gelenke und manchmal in einer gefährlicheren und tödlicheren Form. Die Natur kämpft weiterhin und der Patient leidet an verschiedenen Erkrankungen, bis es zu einem plötzlichen Zusammenbruch in ihrem Bemühen kommt und der Tod eintritt. Martin. Nimm oft, nein, jedes Mal den kleinen Beipackzettel des Medikaments heraus, das du gerade in der Apotheke erhalten hast. Ja. Dann ist die Liste der Nebenwirkungen so lang und abschreckend, dass man sich gar nicht traut, sie zu lesen. Denn man wird das Zeug gar nicht schlucken, wenn man das vorher durchgelesen hat, nicht wahr? Stimmt, das ist mir selbst schon öfter so gegangen. Okay, wenn man einmal dieses Prinzip verstanden hat, ist Vermeiden und das Behandeln der Ursache durch Richtigstellen dessen, was der Körper braucht, was sich dann als Krankheit im Körper zeigt, eine bessere Option, die man wählen sollte. Richtig. Manchmal kann es sein, dass die Art der Erkrankung eine andere Form der Behandlung bedarf. Dagegen bin ich nicht. Aber das Vernünftigste ist doch, selbst zu versuchen, das Möglichste zu tun, um den eigenen Körper das beste Umfeld für die eigene Gesundheit zu schaffen. Die beste Medizin ist gute Nahrung. Das ist die beste Medizin. Richtig. Das ist wichtig. Wir werden in einer weiteren Folge auch darüber sprechen, denn es tobt ein großer Kampf darüber, was gute Nahrung ist. Ganz recht. Wir müssen über dieses Thema sprechen. Nochmal für unsere Zuschauer. Wir sind nicht gegen Wissenschaft. Aber wir sind gegen Wissenschaft, die fälschlicherweise so genannt wird. Ich habe ein ernstes Problem mit vielen der Philosophien in der Wissenschaft. Und ich habe ein ganz ernstes Problem mit dem Wir der Wissenschaft. Möge Gott uns doch Weisheit geben. Das war jetzt gewissermaßen eine Einführung über unser Thema Gesundheit. Es scheint so zu sein, dass das jetzt auf eine Einführung hinausläuft. Schon irgendwie. Für einen Gesundheitsvortrag. Wir müssen diesem Unsinn entgegenwirken. Es ist einfach ein Fakt, dass es so abläuft. Wenn wir anfangen, das Thema zu verstehen, dann können wir vielleicht informierte Entscheidungen treffen. Ja, definitiv. Und vielleicht wird dann der Standpunkt, den wir vertreten, nicht mehr so lächerlich aussehen. Das hoffe ich. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du in einem Buch niedergeschrieben hast, woher wir kommen. Und dass du in dem Buch festgehalten hast, wohin wir gehen. Und dass du uns eine Wegbeschreibung gegeben hast, wie wir dorthin gelangen. Aber wir haben eine dickköpfige Natur. So neigen wir dazu, unsere eigenen Wege zu suchen. Und manchmal braucht es Schmerz und Leid, um uns zur Besinnung zu bringen. Ich glaube, dass das, was dem Einzelnen passiert, sich auf globale Ebene ereignet. Und die ganze Menschheit wird vor eine Entscheidung gestellt, nämlich über den Wahrheitsgehalt zweier religiöser Systeme zu entscheiden, die weiße Kittel tragen. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.